Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge von House Flipper. Ja, wir werden heute eine Mission annehmen und zwar von lieben Robert. Oder wartet, was ist mit dem Typen hier? Schätze kosten 3000. Das heißt, ich würde 4000 nur noch haben. 4000 plus 12.000 sind 16.000. Okay, nehmen wir das an. 3000 geschätzte Kosten sollte kein Problem sein. Ui, okay. Sammelt Antiquitäten, Fenster putzen. Wir sind jetzt bei einem anderen Typen und putzen jetzt da seine Fenster. Was man nicht alles macht, um unsere schöne Bleibe zu machen. Und das Geilste ist, wenn wir unsere Bleibe auch noch cool machen, also mit dem ganzen Computer und so, können wir das ja auch verkaufen. Und wir haben wieder genauso viele Coins wie am Anfang. Das ist natürlich geil. Also so muss es sein. Ja, also wie gesagt, wenn wir unser Haus schön machen und wir später irgendwo anders hinziehen wollen und es Interessenten für unser Haus gibt, können wir da einen guten Preis rausschlagen. Das finde ich echt gut. Okay, ich sehe, wir müssen noch ein bisschen was hier reparieren in den Wänden. Genau deswegen. So, für 300, kommen Sie her. Wir verspachteln wieder Wände. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 ist. Wo? Wenn ich fragen darf. Wo ist Nummer 3? Hallo? Ah, da, in der Ecke. Versteckt sich vor uns, also echt. Okay, Tempel. Wetten, das haben wir nicht. Tempel, Tempel. Mal schauen. Tempel, da ist Tempel. Steht hier sowas, meine ich, das muss man kaufen, warum auch immer. Ich weiß, dass wir dafür zwei benötigen werden. Ja, gut. Das passt doch geil, oder? Ja, schauen wir mal. Man kann mit einem vollen Roller immer drei Reihen machen. Naja, wenn ihm die Farbe gefällt, ne? Soll er sie nehmen. Den Kamin sollte der aber auch nochmal umändern. Aber naja. Ich muss Farbe nachfüllen. Ja, mach das. 30 Quadratmeter. Ich wette 3000. Naja, wenn wir nicht so viel ausgeben, ist ja gut. Dann sparen wir ein bisschen was. 12.000, 16.000 kriegen. Insgesamt finde ich in Ordnung. Also ich wette, wir müssen einfach gleich noch irgendwas Teures kaufen, was nochmal alles hier alles, wie sagt sich's, was nochmal die ganzen Kosten sprengen wir es. Genau, das meine ich. So, okay, wir haben es gleich sogar schon. Das ist doch erfreulich. Zack und noch ein paar mehr Wände. Obwohl, die Türen gefallen mir sogar von dem. Finde ich echt in Ordnung. So. Ich hoffe, ich verfolge euch damit ungefähr eine Woche wieder mit Videos. Ja, wenn ich 5 Folgen aufnehme, ich habe jetzt 3 mit der hier. Dann, ja, doch, sollte eine Woche werden. Gut. Ah ja, okay, ich hab's schon gedacht. Das kann man gut wieder verkaufen, das ist gut. So, Kamine. Was will er denn für einen exkuriert? Ah, deswegen 3000, okay. Fenster putzen soll ich wieder. Das hier haben wir jetzt noch 4K, aber die 4K, die werden nicht so schlimm sein.
Was? Fenster putzen. Ach du Heilige. Okay, es gibt auch noch einen Raum. Big Oof. Naja, für 12.000 muss man halt schon mal was machen, ne? Und die müssen wir wahrscheinlich dann auch noch mal malen. Geht denn davon aus, dass man die Farbe hat? Ihr müsst bedenken, das geht jetzt auch nochmal extra auf meine Kosten. Also ich glaube, von 16.000 werden wir da nicht viel sehen. Na, wobei, muss mal kurz überlegen, wofür dass ich jetzt die Farbe verkauft habe. Das war etwas blöd. Die Folge tun wir halt wirklich nur das Haus von diesem Monsieur hier machen. Weniger als 20% Akku, ja, ist ja gut. Stehst ja gleich schon an. Wo ist denn hier noch Schmutz? Da ist noch Schmutz. So, wo noch? Wo noch? Rosal. Bin ich denn da gerade? Ja, wahrscheinlich schon. Wände verspachteln, wieder Spachtelmasse. Oh je. Ein Eimer reicht genau für fünf Dinger, glaube ich. Wir sind hier sehr gut unterwegs, um Geld zu verdienen. Bei einem alten Mann. Ja, reicht genau für fünf. Fünfte ist da hinten in der Ecke. Und der Eimer ist leer. Perfekt. Wände streiche mit Geldtönen und wir sollen wieder 5 Coins ausgeben. Oh Gott, ey. Geldtönen. Wo haben wir es denn? Geldtönen, Geldtönen, Geldtönen. Mach getönt, meint er, naja, getönt, okay. Aber ich kriege immer wieder was, das ist auch gut. Und davon müssen wir gleich auch nochmal was kaufen. Ach ja. Wir wollen uns nur ein schönes Zuhause machen, ein schickes YouTube-Zimmer. Dafür müssen wir hier bei anderen Leuten ja, mit unserem eigenen Geld Wände streichen und ja, schon ein bisschen gemein. Ich meine, er hätte uns ja vielleicht ein Budget geben können. Also echt. Gut, wir werden später von ihm bezahlt, also so ist es ja auch nicht, ne? Wir kriegen ja Geld. 12.000, um genau zu sein. Und das ist nicht wenig. Weil der hat auch eine weiße Decke, so wie ich. So, das ist unser letzter Bereich hier. So. Genau, hier ist nichts mehr drin, das heißt nochmal kaufen. Den Rest des Eimers können wir gleich verkaufen, hoffentlich. So, okay, noch drei Striche und dann haben wir es. Dann haben wir es. Yay. Was ist, wenn ich einfach ein Möbel von ihm verkaufe? Geht das? Lass mal kurz schauen. Ja, nur das. Und dann kriegen wir 10 Dollar und nochmal 10 Dollar. Hey! Ist das nicht schön? Wir haben es. Oh nein, nicht noch ein Raum.
Junge. Wir wären arm dadurch. Also hätten wir das Ding für 6000 genommen, da. Ach Gott. Südlich will er jetzt auch noch haben. Oh Gott, nee. Erst wieder Fenster putzen. Der letzte Raum, dann haben wir es geschafft. Kriegen 12.000 dafür. Immer an das Geld denken, wir machen es nur fürs Geld. Was man eigentlich nie macht, aber wir schon. Wir wollen das Geld haben. Give me the money für diese Qual, die wir hier erleiden müssen. Da müssen wir spachteln. Fünf von sieben. Da ist noch was. Stimmt, wir können auch ein paar Vorhänge gebrauchen. So, Wände verspachteln mal wieder. Wer hätte es gedacht? Nochmal 300 Dollar ausgeben. Hey. Okay, drei. Das heißt, wir haben zwei übrig. Dann können wir den Rest der Spachtelmasse wieder verkaufen. Wir müssen jetzt echt mit unserem Geld aufpassen. Das könnte sonst ein bisschen knapp werden. Also diese großen Aufträge bringen aber auch große Kosten mit sich. In der Beschreibung steht doch nur Mindestkosten. Stand da Mindest- oder Maximumkosten? 3000, ich weiß es nicht mehr. Südlich. Okay, was ist denn bitte südlich? Südlich, 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 südlich? Südlich, blau. Naja. Okidoki. Also wieder Fenster mache. Also nicht Fenster, Wände machen. Ich hätte echt Vorstellung. Weil wir haben, glaube ich, mehr als 12.000 ausgegeben dafür. Wobei die 3.000 für den Kamin. Also wenn man mal alles zusammenrechnet, machen wir keinen großen Gewinn. Vielleicht irre ich mich da auch. Die sehen halb zur Hälfte aus wie diese weinenden Engel, ey. Hilfe. Ja. 13 Minuten. Der streckt das Video in die Länge, weil ich sein anderes Zimmer hier auch noch machen muss. Ja, es hat mal eine längere Folge, ne? Kennt ihr ja von mir eigentlich. Meine Folgen sind eigentlich meistens immer so bis 20 Minuten. Naja. Und für ein Handyspiel ist das ja schon ordentlich. Du kannst diesen Auftrag früher abschließen. Ne, komm, wir machen das jetzt fertig. Wir machen das fertig. Wir kriegen vielleicht noch ein bisschen extra Geld. Das wäre es ja. Bisschen extra Money kann nicht schaden. Einmal schwer, auch was wirklich. $10, ey. Wand 1, 2. Oh, der kommt ja noch ordentlich, was hier. Naja, dann hätte ich das aber hier, glaube ich, auch geschafft. Puh, anstrengender Arbeitstag. Verdammt. Hey, zusätzliche Footcoins, Dankeschön. 12.000. Oh, wir können es jetzt natürlich noch auf 18.000 hochbringen. Weil wir 15 von den Coins anwenden. Nee, komm. Ist in Ordnung, 12.000. Warte, wann kommen die?
In 4 Stunden. Gut, jetzt haben wir 21.000. Okay, gut, ich darf jetzt nicht mehr zu viele von diesen Coins ausgeben. Das beim nächsten Mal muss ich dann vielleicht wirklich länger warten. 4 Stunden, müsst ihr euch vorstellen. Ja gut. Danke, dass ihr noch so lange dabei wart. Also, na, echt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.